Das hier ist der Anker Solix SolarBank 2 Pro. Und dazu gibt es eine Neuerung, nämlich das Smart Meter von Anker. Und wie dieses mit den entsprechenden Messklemmen einfach eingebaut wird, das schauen wir uns in diesem Video an. Hinweis: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. Dieses Video dient nur zur Information und soll nicht zur Nachahmung aufrufen. Es wird keine Haftung für Sach- oder Personenschäden übernommen. Wir haben jetzt hier glücklicherweise genügend Platz. Das bedeutet, wir haben hier einmal die Messklemmen L1, L2, L3 und wollen unseren Smart Meter hier rübersetzen, denn hier unten haben wir schon entsprechende Automaten, die wir dann nutzen können, um den Anker Solix Smart Meter anzuschließen. Den werden wir später hier oben rechts einsetzen. Nur mal schon mal gezeigt, das Kabel ist dann lang genug. Wenn wir für den Smart Meter ein entsprechendes Plätzchen auf der Hutschiene gesucht haben, können wir uns dann daran machen, die entsprechenden Messklemmen aufzusetzen. In unserem Fall haben wir jetzt hier Phase 1, 2 und 3 und hier wollen wir abgreifen. Es ist so, alles was hier hinten dran passiert, geht ins Haus oder hier in diese Unterverteilung. Wenn ihr jetzt an einer Unterverteilung arbeitet, kann es natürlich sein, je nachdem wie alt das ist und wer daran gearbeitet hat, dass die Phasen eventuell vertauscht sind. Das sollte natürlich vorher in jedem Fall geprüft werden, dass ihr auch wirklich die entsprechenden Phasen mit den entsprechenden Messklemmen L1, 2 und 3 einhaltet. Von daher werden wir jetzt dieses Kabel uns hier durch den Weg zum Smart Meter legen, dann die Messklemmen einfügen und dann von hier am Automat den Strom abgreifen. Jetzt hilft ein Blick in die Anleitung, um die Stromrichtung und die Einbausituation der Messklemmen zu prüfen. In unserem Fall laut Anleitung wird der Pfeil vom Netz Richtung Haus montiert. Diese gezeigte Angabe ist falsch. Die Messklemmen werden genau umgekehrt installiert. Das Vorgehen ist aber ansonsten genau gleich. Hier an der Seite gibt es einen Öffnungsmechanismus. Mit einem flachen Schraubenzieher könnt ihr den einfach aufklipsen und dann kann man die Klemmen nachträglich einfacher hier um das Kabel führen, einrasten und fertig. Schon haben wir die erste Klemme installiert. Hier werden die Messklemmen gedreht, um wie in der aktuellen Anleitung mit dem Pfeil vom Haus Richtung Netz zu zeigen. Hier könnt ihr abschließend die korrekte Einbaulage sehen. Um das Smart Meter jetzt mit Strom zu versorgen, wollen wir hier den bestehenden Automat verwenden. Denn hier lassen sich auch zwei Adern anschließen. Da natürlich darauf achten, dass die den gleichen Kabelquerschnitt haben, dass die Klemme auch entsprechend ordentlich greift und das Ganze hier sicher ist. Von daher werden wir uns diesen dreipoligen Automat, denn der ist sowieso schon perfekt mit L1, 2, 3 belegt, werden wir nutzen, um unsere Stromversorgung hier zu fertigzustellen und hier über den Klemmstein dann auch die 0 als letzte Leitung verlegen.
Nachdem L1, 2, 3 und N komplett angeschlossen und mit dem Anker Solix Smart Meter verbunden sind, fehlt nur noch das Anschlusskabel der Messklemme. Jetzt haben wir also nur noch das Kabel übrig, was den Stecker hier hat. Das wollen wir jetzt aber noch einmal gerade ein bisschen sauber legen, bevor wir das einstecken. Hier jetzt noch wichtig zu beachten. Wir haben hier ein FI und hinten dran einen Leitungsschutzschalter mit 3 Polen. Den haben wir hier entsprechend auch genutzt. 2,5 Quadrat Kabel, weil das schon vorhanden war, auch hierfür dann wieder abgezogen. Und was jetzt hier wichtig ist, diese Phasenschiene ist extra mit einer Unterbrechung für die 0. Das bedeutet, unsere Phase 1, 2, 3 fängt auch hier wieder mit 1 an, 2 und 3. Wie sich das eigentlich so inoffiziell durchgesetzt hat, dann mit Braun, Schwarz, Grau verwendet. Und da kann es natürlich sein, wenn ihr an einer älteren Unterverteilung arbeitet, oft hat man das so gemacht, Phasenschiene, die durchgängig ist, wo dann hier wieder die 1 angefangen hätte, dann petzt man das weg, damit die 0 hier keinen Kontakt hat. Und das funktioniert dann natürlich nicht. Dann hättet ihr hier 1, 2, 3 und hier wieder die 1, müsstet das entsprechend tauschen. Das nur hier als Hinweis, wenn euch der Sensor Fehler ausgibt oder natürlich auch schon vorab, wenn ihr hier irgendwo einen Klemmblock oder so eine Hauptabzweigklemme habt. Falls da irgendwo was vertauscht ist mit den Phasen, kann das natürlich auch zu einem Fehler führen. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, Fehlercode, und das will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, denn scheinbar sind hier die Stromzähler in der Anleitung falsch angegeben, also die Stromflussrichtung mit dem Pfeil. Das wird diese Fehlermeldung sein, das ist mir nämlich jetzt gerade schon über die Bluetooth-Verbindung aufgefallen, dort sieht man nämlich auch die Leistungskurve und das war genau invers zu dem, was es eigentlich hätte darstellen sollen. Von daher müssen wir die Stromzähler nochmal tauschen. Wenn ihr also diese Fehlermeldung, in dem Fall Fehlercode 35, bekommt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Stromzähler falsch montiert sind. Und wie gesagt, in der Anleitung, also laut Anleitung, ist es eigentlich richtig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja hier auch noch das Vorserienmodell. Vielleicht ist das dann bei euch bei der entsprechenden neuen Anleitung schon richtig. Von daher, das werden wir jetzt noch machen und dann läuft das System. Die SolarBank 2 Pro läuft jetzt allerdings noch ohne den Smart Meter. Und um den hinzuzufügen, so sieht das Ganze momentan aus, zeige ich euch das Ganze mal noch in der App. Das Gerät ist eingebaut, ist eingeschaltet und wir werden jetzt hier einfach mal ein Gerät hinzufügen wählen. Und jetzt sucht über Bluetooth direkt das Tablet, in dem Fall jetzt schon das Smart Meter. Und weil das hier direkt neben mir sitzt, wird das auch direkt gefunden. Die SolarBank ist schon entsprechend drin. So, und jetzt haben wir hier auch die entsprechende Konfiguration für das Netzwerk, was wir hier über WLAN bereitstellen. Wählen hier weiter. Zugangsdaten sind schon von der SolarBank gespeichert. Das warten wir kurz ab und normalerweise müsste es dann das ganze System schon hinzufügen. Ein Firmware-Update vor, beziehungsweise nein, er hat hier schon die neueste Version. Zu unserem Home-System hinzufügen, jawohl, denn wir wollen ja, dass die SolarBank mit dem Smart Meter zusammenarbeitet. Und jetzt können wir den Punkt AI Eigenverbrauch wählen. Das wollen wir natürlich machen und stellen das Ganze fertig. Ich hoffe, das Video zur Anker Solix SolarBank 2 Pro Smart Meter Installation konnte euch etwas weiterhelfen. Ja, wie gesagt, was wichtig ist, die Phasen müssen passen, die Richtung der Sensoren, auch wenn es jetzt in meiner Anleitung falsch rum war, muss stimmen. Aber das
System ist sehr intelligent und bemerkt sofort, wenn da etwas nicht stimmt, dann kriegt ihr also auch direkt eine Fehlermeldung. Von daher, ja, hoffe ich, das hat euch soweit weitergeholfen. Und wenn euch der Test vom System generell interessiert, Video verlinke ich natürlich auch nochmal hier. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.